Ich habe nur nach rechts gedrückt. Ich habe keine andere Taste gedrückt, dass der aufstehen soll oder so. Das war jetzt aber kurios. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ich schon mal Quicksave gemacht. Ich mache jetzt hier ein, ey. So. Überall, immer alle 5 Sekunden mein Quicksave und hier kriege ich das nicht geschissen oder was? So. Ich glaube, das ist einfach, wenn ich hier hingehe. So. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber und ihn erstmal trösten. Beziehungsweise wir müssen uns entschuldigen, obwohl wir überhaupt nichts gemacht haben. Kann die arbeiten? Nein. Nein. Mitkommen? Nein. 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 Kann die arbeiten? Nein. Oder sagt er Hi? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der sagt Hi, ne? Und dann, wenn man nämlich, sonst wird sich das ja gleich anhören, wenn man dann sagt, an die Arbeit, sagt er, nein. An die Arbeit? Nein. Das ist so süß. Oh. Da haben wir doch. Sorry. Bist du... Ah, okay, bist du jetzt okay, das ist schön. Ah, der hört sich schon knuffig an, oder? Huh. Der hat auch eine lange Leitung, oder? Schon, der ist ein bisschen langsam. Boah. Okay, das hat er wenigstens direkt kapiert. Komm mal mit hier. Komm mit. Okay. Ach, das hat jetzt auch alles aufgehört. Das ist schön. Ach, jetzt sitzt der noch da oben. Wie kriege ich den denn da runter? Okay. So, okay. Ihr alle. Okay. Kommt mal hier hin, ey. Ich muss mich mal irgendwo hinstellen. Ich stelle mich hier oben hin, weil ich habe nämlich Schiss. Das kann Outworld nämlich auch sehr gut. Dass wenn ich jetzt... Dass wenn die im Vogelkreis sind, dass da wieder alles angeht von den Fleischsägen. Was es jetzt zum Glück nicht macht, aber... Es wäre possible. So. Okay. Nein. So. Wunderbar. Das. Ups. Das ging doch super. Huch. Gut. Ein Quicksave machen. Und jetzt müssen wir schnell sein. Ups. Oh, das ist... Nee, Moment. Das machen wir nochmal. Na komm. Krieg ich ein neues, bitte? Ich darf kein neues haben. Ich muss erst in einen anderen Bildschirm gehen. Dankeschön. Gemach. Eieieiei. Uiuiui. Gut. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Dann wäre Nummer 3 auch fertig. Eigentlich müssten wir Mitte unten oben machen, ne? Nicht Mitte oben unten. Wir machen Mitte unten oben. So, was ist das? Sagt mir jetzt gerade auch nichts, aber wenn ich wahrscheinlich den nächsten Screen sehe, dann weiß ich wieder, was abgeht.
Ich höre... Ach, das ist bestimmt jetzt wohl in der Mitte. Ein Fahrstuhl ist nach oben. Genau. Hier gab es aber irgendwas gab es hier, wo man die gar nicht aufwecken brauchte. Oder die sind nicht aufgewacht, ich weiß es nicht. Oder irgendein Trick gab es hier, dass man so gut wie gar keinen Schaden nimmt. Ist auch so sinnlos. Okay, die fallen direkt runter. Komm doch mal hier rüber. Ich war zu schnell. Ach komm. Na, na, na. Hier. Ich mach dir nix. Ich mach dir nix. Geh weg. Das ist mein Fleisch. Könnt ihr selbst eins da rausholen. Ja, ist ja gut. Da, so schmeißt man. Gut. Das war einfach. Kommt da noch was? Nö. Ich glaube, die Mudomo. So. Ach, wir wollten ja unten machen. Die Mudomo-Level sind, glaube ich, viel kürzer als die Mudanshi-Level. Also es kommt mir so vor. So, was haben wir hier? Ist das das, wo man so viel im Hintergrund machen musste? Ja, es ist das. Da holen wir uns ein Spinnchen. Und dann müssen wir uns jetzt hier vorne den Weg freilegen. Hiermit hatte ich immer Probleme. Ich habe da immer meine Spinne kaputt gemacht, als ich mich da runterhangeln wollte. Quicksilver. Na, geh da hoch. So. Nummer 1. So, bitte erschlag mich nicht. Dankeschön. Bitte erschlag du mich auch nicht. Na? Geh da hoch. Ich mag das voll, wie das aussieht hier. Mit diesem Stein-Ding da im Vordergrund. So. Das war's. Jetzt müssen wir nur noch in Anführungszeichen zur Tür gehen. Aber da habe ich mich auch schon des Öfteren auf dem Weg getötet. Nämlich hier. Obwohl das so schön aussieht. Ist das ganz schön böse. Kann man nämlich auch runterfallen. So. Na. So, kommt dann noch was oder war es das auch schon? Weil dann wäre das auch ein sehr kurzes Level gewesen. Das war's. Schade eigentlich. So, dann bin ich mal gespannt, was hier oben kommt. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, ne? Da war... Die Mudanshi waren hier auch mehr so lila auch gehalten.
Aber halt auch so ein bisschen rötlich, was halt auch zu den Scraps passt. Aber Mudomo war ja in den alten Teilen schon lila und ist hier auch lila. Nee, Moment, was laber ich für eine Scheiße? In den alten Teilen war Paramonia mehr grünlich. Wenn ich das so sagen kann. Weil ich erinnere mich da an sehr viele grün, türkis, bläuliche Level irgendwie. Was hier dann wieder ein bisschen anders ist. Das finde ich, weiß ich nicht, irgendwie ganz cool, aber ich hätte es auch besser gefunden, ein bisschen, wenn, wenn die das so beibehalten hätten irgendwie. Aber das Lilane passt halt auch sehr gut. Und da hat man gerade das Ladesymbol hat sich hier ein bisschen verraten. Man hat nämlich gesehen, dass da links in diesem Ding, man sieht die sogar. Ich hoffe, die fallen jetzt nicht runter. Da oben, falls ich jetzt nicht total scheiße hochlade in der beschissenen Qualität, sieht man da oben das Fressmaul von einem Pyramide. Und da hat man auch gesehen, als das Level fertig geladen hat, dass da so ein Blitz war. Das ist halt überall, was so bewegliche Sachen sind, die werden damit so einem Blitz irgendwie fertig geladen. Zum Beispiel auch das Auge da im Hintergrund und müsst ihr mal drauf achten. Und dadurch verrät sich das Spiel irgendwie so ein bisschen. So, ab geht's. Map. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ein bisschen weiter. Okay. Hätten sie mich fast getötet, du. Nicht töten, nicht töten. Ui. The dead. Fläschchen. Das ist doch hier verräterisch, dass da drüben was ist. Was ist denn das? Ah! Das geht hier weiter. Ich dachte, man müsste nach unten fallen. Das ist natürlich gut, dass ich da irgendwie was jetzt gesehen habe. Was macht das? Okay, Moment. Hört das auf? Moment. Also ich denke mal hier oben, der Ring, der wird den Brunnen aktivieren. Das heißt, ich mache mal einen Quick Save. Ich muss das Pyramide-Vieh übernehmen, muss das unter das Ding da machen und hoffen, dass es nicht getroffen wird. Okay. Gut. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Und jetzt kommen wir erst zum Geheimnis. Zum eigentlichen Geheimnis. Aber bitte nicht schon wieder irgendwas mit den Fleeches, ey. Und die sind echt. Ich mach keinen Quick Save. Kann ich da eigentlich einen Schritt nach links gehen? Weiß ich nicht. Aber ich werde keinen Quick Save hier machen. Dann weiß ich aber jetzt, dass ich direkt chanten muss. Nee, nach unten. Ach. Nee, okay. Das haben die schon bedacht, dass man da sich nicht verpissen kann. Ich hätte nämlich gedacht, dann kann man ja ein bisschen abwarten. Aber hier gibt's hier nicht auch irgendeinen Trick? Ach Mann. Ich hätte das Spiel mal ein paar Mal öfter spielen müssen, irgendwie. Ich habe halt mehr nur Odyssey gespielt.
Ach man, warum springst du denn nicht? Ich hab drei gespammt wie eine Bekloppte. Patsch. Ja. Dankeschön. Es bleibt auch alles drinne. Könnt ihr euch beschweren, so viel ihr wollt. So, gut. Das hätten wir. Ach. Oh. Es war gut, dass man sich hier töten kann. Ich hätte mit den Viechern kommunizieren müssen. Was ein Wort. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt da hoch. Aber dann habe ich gesehen, dass da Ringe bei den Dingern waren. Okay. Hier unten war eine sehr gute Idee, den zu machen. Oh, Leute. Wieder mit der Sprachsteuerung überfordert. Das ist auch, wenn man das so selten benutzt, ne? Aber die ist ja eigentlich genauso wie bei Ape. Nur das Problem ist hier bei denen, wenn man sagt, an die Arbeit, das ist eigentlich genauso wie bei Ape auch, fällt mir gerade auf, dass die dann neu angesprochen werden müssen. Nur das sieht man halt bei denen nicht, weil die normalen Mudakens, die stehen dann halt auf, wenn sie angesprochen werden. Und die Paramites, die stehen einfach nur dumm rum.